Radio Tulis. Reparate. Radio Tulis. Kugnate. Leute, komm, feuert die doch ein bisschen an. Schlafen wieder mal rein. Sollen die noch einen Durchgang machen? Ja! Könnt ihr noch? Na gut. Das Volk hat entschieden. Gladiatores, starte Bato, komm mal zu mir. Komm mal her. Du bist ja schon da. Ich will dich mal um, sonst verlierst du noch dein Höschen. Ganz schön einige drauf gewartet, ne? Ja. Hätte mich ja nicht gesehen, ne? Guck mal, jeder kann ein Fuchs hinsetzen. Aus mit euch. Also an dieser Stelle auch noch mal ganz kurz zu dem Begriff Familie Gladiatoria. Eine Gladiatorenschule ist eine Familie. Das heißt, die Gladiatoren leben zusammen, trainieren zusammen. Und wenn es hart auf hart kommt, werden sie in der Arena gegeneinander antreten. Und dann gibt es aber auch keinen Pardon. Das ist das, auch das Wesen. Diese Gladiatoren sind und diese Gladiatoren spielen, sie sind Brüder. Manchmal muss einer von diesen Brüdern eben dann auch gehen. Aber heute nicht. Und als nächstes, in Rom immer eine sehr beliebte Kampfpaarung. Der Retiarius,
der Netzkämpfer mit dem Dreizack. Das sieht immer so nett aus, ist aber nicht. Und weil Ajax heute so gut gekämpft hat, darf Ajax heute als Sekutor nochmal antreten. Daniel Torres. Kuckner. Frag deine Mutter. Frag deine Mutter ist direkt neben mir. Staubsaugen. Nicht 120 von den Heißen und einen Staubsaugen. Thomas, alles klar. Frag deine Mutter. Nein! Das war die Frage. Da ist noch drin, soll ich das rausdrücken? Sieger in diesem Kampf. Ich würde sagen beide, oder? Oh, verehrtes Publikum, wir sind jetzt am Ende mit unserer kleinen Vorführung. Wenn Sie noch Fragen haben sollten, möchten. Die Gladiatoren bleiben jetzt kurz noch hier und dann können Sie auch gerne noch Fragen stellen oder dann vielleicht nachher auch zu uns rüberkommen. Dann können Sie vielleicht auch nochmal eine Ausrüstung angucken oder mal einen Helm aufziehen. Wie gesagt, falls Sie Fragen haben sollten, kommen Sie gerne zu uns. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Nachmittag hier auf dem Markt in Tierweiler.